Heiner, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich versuchen werde, mehr Videos zu produzieren. Hat gut funktioniert. Aber dafür kommt jetzt eine wahre Sinnflut an Videos auf euch zu. Denn, wie ihr vielleicht bereits im Titel lesen könnt, ist dies der erste Teil von meiner Tutorial-Reihe zu der Programmiersprache C# in der Kombination mit der Engine Unity. Ich werde voraussichtlich 20 Folgen produzieren, beziehungsweise erstmal sind nur 20 geplant, maybe kommen noch einige dazu. Falls ihr Fragen zum Thema Programmieren habt, sei es Unity, C#, Python oder HTML, könnt ihr mir gerne auf meinen Discord-Server joinen und mich persönlich kontaktieren und mir diese Frage stellen. Den Link zum Server findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. So, das war's jetzt mit der Einleitung. Beginnen wir mit dem eigentlichen Video nach dem Intro. Wenn ihr Unity startet und ein komplett neues Projekt anlegt, sieht es ungefähr so aus bei euch. Um ein C#-Skript zu erstellen, machen wir Rechtsklick, Create C#-Script. Dem geben wir aber auch mal den Namen Test. So. Klicken dann, machen Doppelklick drauf und schon öffnet sich Visual Studio. Manchmal war es halt schon geöffnet. So sieht es immer aus bei euch, wenn ihr es mit Unity macht. Frage ist jetzt, was bedeutet das alles? Ganz oben, bei Using kommen überall die Sachen hin, die man benötigt für das Skript, beziehungsweise wo auch das Skript zugreifen soll. Der wird es über Unity machen, steht hier logischerweise Using Unity Engine. Man kann auch noch mehr machen, man kann jetzt zum Beispiel Using Unity Engine, das sind alles Sachen, auf die man noch extra zugreifen kann. So, Public Class. Die Public Class ist das alles hier. Public Class geht von der Klammer bis zu der Klammer. Und hier drin kommt das gesamte Script rein. Hier unter die Klammer kommt gar nichts hin. Genau, hier steht der Name unseres Scripts. Das Wichtige ist, hier muss genau derselbe Name stehen, wie das Script auch heißt. Als Beispiel, wenn wir einfach mal das große T durch ein kleines T ersetzen, das abspeichern, dann wieder zu Unity gehen, dann warten, bis es aktualisiert hat. Wir stellen jetzt einfach mal ein leeres Game-Object, versuchen das da reinzuziehen und wir kriegen eine Fehlermeldung. Der Grund ist, die Dateien heißen nicht gleich, beziehungsweise im Script steht nicht derselbe Name wie hier drin. Einfach nur, weil hier ein kleines statt einem großen T steht. Speichern wir es wieder ab, gehen rüber. Versuchen das hier reinzuziehen und schon funktioniert's. Das hier ist lediglich ein Kommentar. Kommentare kann man mit diesen Doppelquerstrichen hervorrufen bzw. benutzen. Der Vorteil an Kommentaren ist, was hier drin steht, hat keinen Einfluss auf das Script. Ich kann hier Befehle reinschreiben, ich kann hier alles Mögliche machen. Es hat hier keine Auswirkung auf die Funktionalität des Scripts. Es ist halt wirklich nur, wenn man zum Beispiel einen Code mit irgendjemandem teilen will, um ihm das nochmal genauer zu erklären, wo halt was gemacht wird. Können wir auch selber einfach hervorrufen, indem wir einfach so machen. Genau, das ist grün. Und wir können reinschreiben, was wir wollen. Als Beispiel, wenn ich jetzt einen runtergehen würde, so, würde er das direkt, genau, würde das als Fehlermeldung ansehen, weil ich einfach irgendwas reingeschrieben habe. Hier nicht. Weil das zählt, das sieht der Computer als Teil des Scriptes an. Das hier zählt als Kommentar. Void Start und Void Update sind beides Funktionen. Auf die Funktion genauer werde ich nochmal in einem späteren Video drauf eingehen. Das, was in die Funktion gehört, wird logischerweise auch nur in die Klammern geschrieben. Ab hier würde es nicht mehr zur Funktion zählen. Ab hier würde es eigentlich zu nichts mehr zählen. Und so sieht jedes Script aus von Anfang an. Man kann noch selber Funktionen hinzufügen. Auf weitere Sachen werde ich im nächsten Video eingehen. Es ist auch egal, mit welcher Coding-Software ihr das macht. Ob ihr es jetzt in meinem Fall mit Visual Studio macht oder mit, es gibt Visual Studio Code oder sonst noch irgendetwas. Es ist komplett egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, joint auf meinen Discord-Server, falls ihr Fragen habt oder falls ihr allgemein euch zum Thema Programmieren interessiert und euch vielleicht weiterbilden wollt in der Richtung. Bis dahin und ciao. White drink at your eye. Shot it look good in the moonlight. All this pushing up is so by my spotlight.
bring it your boo ride. Shawty look good in the mood.